Gundis Zambo. 180 Grad Wendung. Dass die Moderatorin heute nach ihrem großen Durchbruch als Moderatorin der Kindersendung Bim Bambino zählte Gundis Zambo 56 zu den festen Größen im deutschen Fernsehen, übernahm Quiz-Sendungen, das Erfolgsformat Bitte Lächeln und stand zudem als Schauspielerin in Krimiserien wie Der Alte oder Derrick vor der Kamera. 2009 landete sie mit ihrer Teilnahme an der vierten Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus, auf Platz 4. Ihren letzten Auftritt hatte sie 2015 in der Sendung Secret Hunters. Danach verschwand die gebürtige Österreicherin jedoch von der Bildfläche, bis jetzt. Bei einer Veranstaltung des Eagles Charity Club nahe ihres Heimatortes München war sie am Sonntag, 23. April 2023, der Überraschungsgast. Und was macht die einstige Moderatorin heute? Ich arbeite derzeit viel. Erstmals seit geraumer Zeit wieder in einer Festanstellung, in der Klinik von Professor Dr. Markus Backmund in Tutzing, erzählt sie gegenüber der Abendzeitung München. Die heute 56-Jährige hat eine berufliche 180-Grad-Wendung hingelegt. Nachdem Gundis Zambo ihre TV-Karriere an den Nagel gehängt hatte, machte sie eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Es folgte eine Hospitanz in einer Spezialklinik für Essstörungen. Aktuell ist sie in der Klinik, die sich auf Depressionen, Burnout, Essstörungen und Suchtmedizin spezialisiert, tätig. Es ist eine Umstellung zu meinem früheren Beruf, aber diese Tätigkeit erfüllt mich, erklärt Gundis Zambo. Privat schwingt die Österreicherin gerne den Tennisschläger, wie sie verrät, und genießt die gemeinsame Zeit mit ihrer 29-jährigen Tochter Greta. Gundis Zambo hat ihre Erfüllung gefunden. Ein TV-Comeback scheint damit unwahrscheinlich. Verwendete Quelle: Abendzeitung München.